So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part der Delta-Episode von Pokémon Omega Ruby. Im letzten Part sind wir vor Rayquaza im Himmelsturm stehen geblieben und ich würde sagen, nun fangen wir uns das Viech und dann werden wir diesen Meteoriten da im Himmel zerstören, ganz genau. So, dazu sei noch gesagt, dass ich den Part jetzt irgendwie zum 5. oder 6. Mal, keine Ahnung, aufnehme, weil das scheiß Deoxys einfach mal nicht in diesem Kackball drin bleiben wollte, beziehungsweise es immer von Rayquaza gewone-hitted wurde und deswegen werde ich jetzt einfach mal mein Glück nochmal versuchen und ich hoffe einfach mal, dass das Viech jetzt dieses Mal irgendwie in den Ball reingeht. Ja, bitte. Bitte, bitte. So, auf jeden Fall kämpfen wir jetzt gegen Rayquaza, das legendäre Pokémon aus der dritten Generation. Drache, Flug und in meinen Augen wirklich eins der coolsten legendären Pokémon, also ganz ehrlich. Ich finde das Ding einfach nur krass geil. Es sieht geil aus, es ist einfach geil, mehr brauche ich da nicht zu sagen. Und ja, wenn wir dann Mega Rayquaza haben, dann wird das bei uns laufen, ja. Dann läuft bei uns. Ja, dann läuft bei uns. Definitiv. So, Turbo-Tempo ist klar. One-Hit. Melek, hast du gut gemacht. Viermal Blitz. Jetzt müsste die Genauigkeit von diesem Pokémon schon drastisch gesunken sein. Deswegen, Monster U, du gehst rein und setzt eine geschmeidige Blizzard-Attacke ein. So, das Ding ist, Blizzard hat insgesamt, wird Step, also hat Step und vielfach Schwäche. Von daher passt, ne? So, Attacke wird abgewehrt. Ah, verdammt, nochmal. Blizzard. Geile Scheiße, Blizzard trifft und da lass nicht drauf gehen. Perfekt. So, Beute und dann Bälle. Hyperball. Los. Eins. Na, verdammt. Machen wir das gleiche noch einmal. Hyperball. Komm schon, Rayquaza. Du bist doch bisher immer beim ersten Ball drin geblieben. Was ist jetzt los? Also irgendwie will es, glaube ich, jetzt gerade nicht, ne? Turbo-Tempo. Müsste jetzt, glaube ich, auch nicht... Ah, verdammt. Doch, zieht viel ab. Scheiße. Egal. Nächstes Pokémon. Klar. Blizzard. Du gehst rein. Und dann setzen wir einfach wieder einen Hyperball ein, ne? Ja, Hyperball. Uno. Oh, verdammt. Was ist denn hier los? Hauptsache, der hat Drachentanz und boostet sich gerade sowas von hoch. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Hyperball. Komm schon, jetzt bleib drin. Bleib drin. Uno. Das hängt beim ersten Mal immer. Was ist das? Noch einmal. Komm schon. Yes. Und das Ding ist drin. Perfekt. Gut. Weil ich dachte schon, ich müsste jetzt hier mich auch noch mit Rayquaza rumschlagen. Das ging echt gar nicht klar. Nee. Das wäre definitiv scheiße. Mhm. So, Rayquaza, Himmel hoch, Drache, Flug. Der Dex-Eintrag interessiert mich nicht, ne. So, Rayquaza wird in die Box geschickt, wird dort aber nicht lange bleiben, denn wir werden jetzt Rayquaza unserem Team hinzufügen und dafür geht Blissey weg. Ganz genau. So. Du hast das geschafft. Glückwunsch, Lucy. Und danke, dass die Geschichte, dass Rayquaza nicht mich, sondern dich ausgewählt hat, macht mich sprachlos. Aber irgendwie verstehe ich es auch. Du bist dazu auserkoren worden, unsere Geschichte als neue Erbfolgerin fortzuführen. Also werde ich mein Wissen an dich weitergeben. Es handelt sich um den letzten Schlüssel zu Rayquazas wahrer Form und Stärke. Die Attacke Zenitstürmer, die nur Rayquaza zu beherrschen bestimmt ist. Shakalaka, Gut. Zenitstürmer wurde erlernt. Gut, also gut. Ich werde nun meine letzte Aufgabe als Wissenshüterin erfüllen. Die Kraft von Rayquaza, die du dir zu eigen machen konntest. Du musst mir durch einen Pokémon-Kampf zeigen, dass du sie zu beherrschen verstehst. Das ist...
Es ist die letzte Aufgabe der Wissenshüterin der Meteoraner. Überwinde diese Herausforderung. Schreibe unsere Geschichte weiter. Mein Herz, es schlägt schneller. Ja, mein Herz, es rast. Du schaffst es! Gut, wir kämpfen gegen die Wissenshüterin Amalia und ihr müsst zugeben, die ist einfach nur kawaii. Ich liebe dieses Mädel, die ist einfach Jobgesell. So, auf jeden Fall schickt sie als erstes eine Rotzfahne in den Kampf. Ja, Viscogon, Level 60, Drachen-Pokémon der 6. Generation. Nur definitiv ein One-Hit durch Rayquazas Drachenpuls-Attacke. Und ja, die Kämpfe an sich hier, beziehungsweise der Kampf von Amalia, der wird nicht sonderlich schwer sein. Der geht wirklich schnell von... Also der wird schnell zu Ende sein, ja. So, Rayquaza, Drachenpuls. Delta-Wind wirkt, scheiße. Nein, nix scheiße, das ist gut. Das ist ja die Fähigkeit von diesem Pokémon. Wäre ja schon kacke, wenn es nicht wirken würde. So, Viscogon, adios, amigo. So. Und ganz ehrlich, Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir haben wirklich mit Abstand die geilsten Soundtracks in allen Pokémon-Spielen. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich damals mit der Reihe angefangen habe, weil... Ja, wie soll ich sagen? Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich erstmal überhaupt wahrscheinlich gar nicht zum Let's Playen gekommen. Das wäre schon scheiße. Und, ich bin froh, ja, halt mit diesem Spiel irgendwie aufgewachsen. Ja. Also damit irgendwie erwachsen geworden zu werden. Deutsch, egal, ist mir jetzt Wurst. Ich bin gerade eben von der Schule gekommen. Ich hatte Doppelstunde Mathematik. Ich darf das. So, auf jeden Fall habe ich krasse, also viele Erinnerungen an Pokémon. Deswegen ist ein geiles Spiel und ich werde gleich noch was dazu sagen. Ja. So, Tommy erreicht Level 50 und Silver Level 57. Nee, Rapidschutz brauche ich nicht, nee. So, Amalia Uhofnir. Als ich dieses Pokémon zum ersten Mal gesehen, beziehungsweise eher gehört habe, den Namen jetzt, dachte ich mir so, what the fuck, was soll der Scheiß, ey. Ich glaube, da war jemand irgendwie unter, hier... unter dem ein oder anderen Mittel, als sie das Spiel hier, ne, entwickelt haben. Also, X und Y. Oh Gott, der Soundtrack ist so geil. Amalia, du hast geile Soundtracks. Ich könnte jetzt theoretisch noch was hinzufügen, aber ich lasse es. Einfach so aus Anstand und so. So, Brutalandonit, oder was war das gerade eben? Keine Ahnung, auf jeden Fall der Megastein von Brutalander wirkt und das sieht einfach mal so aus wie ein Dart-Pfeil. Da könnt ihr mir viel erzählen. Für mich sieht das so aus wie ein Dart-Pfeil. Ich meine, guckt euch das Ding mal an. Dart-Pfeil hoch 10, ey. So, Rayquaza bekommt ein bisschen... Und Amalia wurde besiegt. Kawaii. Du hast wirklich großes Talent, Lucy. Danke, danke, danke. Wurde unser Bitten erhört? Nun ist die Ordnung wiederhergestellt. Lucy und Rayquaza, zusammen sollt ihr es mit dem Meteor aufnehmen können, der auf diesem Planeten zurast. Erbfolgerin Lucy, unsere Hoffnungen ruhen auf dir. Beschütze gemeinsam mit Rayquaza die Natur, die Menschen und die Pokémon. Also wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, die Soundtracks von Pokémon sind einsame Spitze und wenn man jetzt irgendwie die ganzen Pokémon-Spiele von Pokémon Rot und Blau, beziehungsweise Rot und Grün, mal so Revue passieren lässt und man guckt, wie krass sich Pokémon weiterentwickelt hat, also wie viele dazugekommen sind, wie sich das jetzt Grafik, vom Sound her und so weiter und so fort alles so krank verbessert hat, da denkt man sich, wow. Und ich bin, wie gesagt, echt froh, dass ich, in der Generation Pokémon aufgewachsen bin, mehr oder weniger. Und, das ist schon ziemlich krass. Vor allem, ich weiß nicht wieso, aber jetzt gerade kommen halt alle Erinnerungen an die damaligen Spiele hoch und... Ja, ich hätte damals nie, wirklich nie im Leben damit gerechnet, dass ich mit einem Mega-Rayquaza irgendwie,
mit Meteoriten im All zerstören werde und dann irgendwie auf dem Rücken bzw. auf dem Kopf von dem, ja, hier rumfliege. Das ist einfach mal so krass und ja, ich frage mich ernsthaft, was Game Freak sich noch so alles einfallen lässt für die nächsten Spiele. Die werden natürlich definitiv Let's Played von mir, also keine Frage. Da wird definitiv was kommen und was sind wir da? Illuminati. What the fuck? So, da haben wir ein Dreieck. Ein Dreieck. Aber die meisten wissen ja, was es ist. Beziehungsweise ich muss es ja jetzt wirklich nicht erklären. Das wissen die meisten. Bitte bleib jetzt in dem Scheiß Überball. Tentakel, Tentakel, überall Tentakel! Oh Gott, ey, das könnte man als einen schlechten Anime-Porno bezeichnen. Aber nein, das ist Pokémon. Und wir kämpfen jetzt gegen das legendäre Pokémon Deoxys. Ich hätte damals wirklich das nie für möglich gehalten, dass man Deoxys im regulären Spielverlauf bekommen könnte. Die Krönung des Ganzen wäre noch, dass man Jirachi irgendwie bekommt. Und ja, ich bin echt mega krass froh, dass man das Pokémon irgendwie hier bekommt. Und ja, Deoxys ist ein Psycho-Pokémon aus der dritten Generation. Und, by the way, auch hier irgendwie ziemlich wach. Ich weiß nicht, wieso. Ist halt einfach so. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Turbo Tempo an. Ganz genau. Das zieht einfach mal die Hälfte ab. So, Cosmic Kraft lässt die Verteidigung von dem Ding weiter wachsen. Ich warte jetzt, bis das die Attacke zweimal eingesetzt hat. Vorher setze ich einen Hyperball ein. Und guck einfach mal, wie viel das abzieht. Uno. Dos? What? Ich dachte schon. What the fuck? So, Genesung. Da wäre es ja nicht verkehrt, wenn wir noch einmal Turbo-Tempo einsetzen. Ganz genau. Nee. Turbo-Tempo. War schon richtig. So, Rayquaza, Turbo-Tempo. So, das zieht jetzt deutlich weniger ab und ja, das Ding setzt halt immer wieder Genesung. Das ist schlecht. Turbo-Tempo. Hyperstrahl. KP, ja. Ich würde sagen, nee, Top-Genesung brauche ich hier nicht. Hypertrank. Auf Rayquaza. So, Rayquaza bekommt erstmal einen Hypertrank verpasst und Deoxys muss ich erstmal aufladen, ne? Ich warte, bis das Ding Psychoop aktiviert. So, Bälle und dann Hyperball. Schon, das wäre echt geil, wenn es jetzt einfach reingehen würde. Was ich aber ziemlich stark bezweifle. Ja, war klar. So, Deoxys Genesung. Okay. Sollen wir es mit Drachenpuls versuchen? Boah, ich habe so Schiss davor, ne? Eine Attacke bei diesem Pokémon einzusetzen. Es ist einfach mal so, Ja, würdest du jetzt mal Beute... Hyperball einsetzen. Ja, wir versuchen jetzt einfach mal unser Glück. Das wäre auch zu schön gewesen. So, der Ochse ist Kosmikkraft. Perfekt. Jetzt setze ich Drachenpuls ein und hoffe einfach inständig, dass Drachenpuls kein One-Hit wird. Bitte, der Ochse. Ja, dreimal Kosmikkraft. Ja doch, bitte der Ochse. Bitte geh nicht drauf. Das ist nicht zu krass. Ja. Oh, das zieht gar nichts ab. Perfekt, Drachenpuls noch einmal. Und Hyperstrahl. Ich frage mich ja, wann es Dings einsetzen wird. Bleib am Leben, 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 bleib am Leben! Yes. Zuletzt verwendet einsetzen. Komm bitte. Jetzt keine Scheiße. Okay, Hypertrank, KPHP, Hypertrank einsetzen auf Rayquaza. Das Ding darf nicht draufgehen. Auf gar keinen Fall. Und nochmal Hyperstrahl. Beute. Es wird jetzt eine Runde pausieren. Bitte, Hyperball, los!
Leute. KPAP und dann Hypertrank. Einsetzen auf Rayquaza. Am besten wäre es, wenn ich das Ding irgendwie paralysieren könnte, aber das ist leichter gesagt als getan, um ehrlich zu sein. Okay, Rayquaza. Drachenpuls. Psychu, perfekt. Ah, Rayquaza ist nicht ganz draufgegangen, das ist gut. Aber das Gute ist halt, dass der Angriff, der Spezialangriff von... Ey, ist das dein Ernst? Gedroppt wird. Oh mein Gott, ey, ist das dein Ernst? Willst du mich jetzt verarschen? Du hast 15 Mal Kosmikkraft eingesetzt? Ey, ne. Ich glaube, der Oxys kann man aber wieder fangen. Ja, wenn man zum Himmelsturm geht. Von daher, ist nicht so schlimm, mache ich in einem extra Part nochmal neu. Egal. Ich habe jetzt echt keinen Bock, die Aufnahme nochmal zu machen, weil, wie gesagt, ich habe es ein paar Mal gemacht und... Ich habe echt keinen Bock darauf. Auf gar keinen Fall. So, aber bevor wir jetzt hier weitermachen, Deoxys After Delta Episode. So, gucken wir mal, ob es nach der Delta-Episode noch zu fangen ist. If you have defeated Deoxys in the Delta Episode. Ja, gucken wir mal. Steht auf Reddit. Ah, nee, wir können auch woanders gucken. Reddit ist so eine komische Seite. So, Walkthrough. Can you rebattle? Ja, ich glaube schon. Also man kann es, glaube ich, im Himmelsturm, also gegen das Viech im Himmelsturm nochmal kämpfen. So, Blablabla. Okay, man kann es anscheinend, ja, man kann es anscheinend wirklich im Himmelsturm, nachdem man die Pokéliga ein weiteres Mal zu Ende gemacht hat, fangen. Passt, machen wir dann da, weil ich habe jetzt echt keinen Bock, die Aufnahme noch einmal zu machen und... What the fuck, ein Brief. Flamel! Endlich konnte ich alles zu Ende führen. Dafür danke ich dir. Ich werde nun in mich gehen und darüber nachdenken, ob eine bereits zu ihrem Ende gekommene Geschichte noch einmal von vorne beginnen kann. Bis bald, Amalia. Oh Gott, diese Soundtracks sind so genial, ey, ne? Die Energie zerstreut sich. Wir konnten bestätigen, dass der Meteor neutralisiert wurde. Professor, der Meteorit, der Meteor, der Meteor, der Meteor ist ja... Woohoo! Und reißen Sie sich doch mal zusammen. Ach was, ich mag Ihnen den Gefühlsausbruch ja gar nicht verübeln. Schließlich, wenn ich ja selbst gerade von meiner Freude übermannt. Geschafft, wir haben es geschafft, hurra. Tausend Dank, Lucy. Ich mach mich dann mal auf den Weg. Tschüss, Mama und Papa. Moment, Heiko. Ja, nicht so schnell, junger Mann. Wir hatten noch erst neulich unerbeteten Besuch von dieser komischen Gestalt. War dir das etwa noch nicht Ärger genug? Aber Mama, meine Pokémon und ich sind wieder voll auf dem Damm. Dank Lucy habe ich meinen Schlüsselschein wieder zurückbekommen. Und von Norman habe ich ein Ticket bekommen, mit dem ich Zugang zu einem Ort erhalte, der extrem verlockend klingt. Ich kann jetzt unmöglich still sitzen. Sie werden so schnell erwachsen. Ja, das werden sie. Oh Gott, ey, diese Soundtracks. Wenn man... das einfach mal so in sich gehen lässt, das ist einfach so genial. Ich halte das keine Sekunde länger aus. Ihr sprecht ja gar nicht miteinander. Dann muss eben mal wieder der alte Kalle als Vermittler aktiv werden. Ja, das! Jawohl. Entschuldige dich bei Mark. Ich will es hören. Ein bisschen schneller bitte und kein Rumgeduckse. Sprech mir einfach nach. Entschuldigung. Mark, ich muss mich entschuldigen. Entschuldigung. Nie wieder. Ich werde es nie wieder tun. Verzeihung. Bitte verzeih mir. Aber... Na schön, ist ja schon gut. Jördes, ich bin bereit, dir zu vergeben. Aber nur unter einer Bedingung. Du musst mir ebenfalls vergeben.
hörte es, mir war nicht bewusst, wie sehr du gelitten hast, wie treu du an meiner Seite standest, wie groß der Schock gewesen sein muss, den meine Worte und Handlungen bewirkten. All das ist mir völlig entgangen. Ich muss blind gewesen sein. Es tut mir aufrichtig leid. Ich bin derjenige, der dich in diese Situation gebracht hat. Hör mir gut zu, Jördis. Ich habe eine Entscheidung gefällt. Ab sofort werde ich einen neuen Weg bestreiten. Durch meine Fehler ist mir klar geworden, wie engstirnig und egoistisch meine Sichtweise war. Ich weiß nun, wie wichtig es ist, sich mit anderen Lebens- und Denkweisen auseinanderzusetzen. Ja, wir Menschen mögen einander gelegentlich verletzen, aber gerade deshalb müssen wir versuchen, Verständnis füreinander zu entwickeln. Von nun an werde ich mich nicht mehr von den Menschen, dem Pokémon und der allgegenwärtigen Natur abwenden. Ich muss meinen Schritt nach vorne wagen und mich ernsthaft mit meiner Umwelt auseinandersetzen. Ich hoffe, auf diese Weise etwas Neues zu erschaffen. Aus diesem Grund soll dies auch die Grundlage meiner Vision von einem neuen Team Magma bilden. Und nun sag ihr das. Bist du bereit, mich auf meiner neuen Reise zu begleiten? Aber selbstverständlich. Es ist wirklich leicht, dich zum Weinen zu bringen. Damit wären unsere Probleme vorerst gelöst, nicht wahr? Alter, dieser Blick. Ich möchte mich noch einmal recht herzlich für deine Hilfe am Himmelsturm bedanken. Vielen Dank. Warum denn so förmlich? Das passt doch gar nicht zu dir. Naja, weißt du, diese Erfahrung hat mir deutlich vor Augen geführt, wie viele Dinge es noch auf der Welt gibt, von denen ich nichts verstehe. Was wäre nur mit der Höhenregion geschehen, wenn Lucy nicht zur Stelle gewesen wäre, als das urzeitliche Pokémon aus seinem Schlaf erwacht ist? Alleine wäre ich völlig hilflos gewesen. Niemand auf diesem Planeten hat immer eine Antwort auf jede Frage parat. Du brauchst dir deswegen wirklich keine Vorwürfe zu machen, Troy. Ja, ich weiß. Es ist ja nicht so, dass ich von mir selbst enttäuscht wäre und mir nun Vorwürfe machen würde. Mir ist vielmehr bewusst geworden, dass ich noch sehr viel über die Natur, die Pokémon und natürlich auch über die Menschen zu lernen habe. Immerhin habe ich noch ein paar Jahre auf diesem Planeten zu leben. Man hat einfach nie ausgelernt. Ich will die Welt bereisen, sie mit meinen eigenen Augen sehen, sie mit meiner eigenen Haut spüren. All das, was ich versucht habe, Lucy einzubläumen, sollte ich mir erstmal selbst zu Herzen nehmen. Troy, hast du etwa vor, uns zu verlassen? Ach, wo denkst du hin? Nichts liegt mir ferner, als mich klammheimlich aus dem Staub zu machen. Immerhin habe ich hier in der Pokémon-Liga noch gewisse Pflichten zu erfüllen. Doch wenn irgendwann der Tag kommt, an dem ich frei von Verpflichtungen meine Träume verwirklichen kann, tja, dann hoffe ich schwer, dass du mir zur Seite stehen wirst, Vasili. Yaoi! Du bist einfach unverbesserlich. Dein Dickkopf zeigt, dass du aus einer sehr stolzen Familie stammst. Aber du kannst auf mich zählen. Vielen Dank, alter Freund. Das ist alles so schön. Oder Samalia. Avelina, es ist vorbei. Es ist alles vorbei. Amalia, Großmütterchen. Du hast dich wacker geschlagen. Aber jetzt ist es genug. Du musst dir keine weiteren Bürden aufladen. Irgendwann endet alles. Doch dann folgt ein neuer Anfang. Das ist eine unveränderliche Tatsache, die für alle Lebewesen gilt. Es gilt sowohl für die Geschichte von uns Meteoranern, als auch für dein eigenes Leben. Deswegen ist es Zeit, zur Ruhe zu kommen. Befreie dich von der Last, die du getragen hast. Ruhe dich aus, damit du unbelastet einen Schritt nach vorne gehen kannst. Ja. Pokémon ist echt einer der geilsten Spiele überhaupt, das glaubt ihr gar nicht. Briggs und Lucy sollten inzwischen angekommen sein, oder? Stimmt. Heute ist das Wetter so gut, dass sie bestimmt einen schönen Sternenhimmel zu sehen bekommen. Ich bin wirklich froh, dass wir aus Johto hergezogen sind. Frau Birk, ich glaube, die Begegnung mit Ihnen, dem Professor und Briggs, hat das Leben von Lucy stark geprägt.
Ja, sie haben das Leben unseres Sohnes eindeutig auch stark bereichert. Stimmt's, Liebling? Natürlich. Wenn sich Briggs bei uns mal blicken lässt, redet er immer nur von Pokémon und von Lucy. Ich habe das Gefühl, er ist sehr froh darüber, dass er diese Reise gemacht hat und eine so gute Freundin gefunden hat. Unserer Tochter geht es da nicht anders, glaube ich. Seit unserem Umzug wirkt sie immer so glücklich. Vielen Dank, dass Sie sich so nett um Lucy gekümmert haben. Ich hoffe, dass unsere Kinder auch in Zukunft eng miteinander verbunden bleiben werden. Sie? Warum denn so förmlich? Und dass wir uns um euer Kind kümmern, ist doch selbstverständlich. Vielen Dank. Liebling, wir sollten langsam zurück nach Hause. Ich muss noch das Abendessen vorbereiten. Ja, du hast recht, die Kinder werden sicher auch bald hungrig nach Hause kommen. Was sollen wir heute Abend zu essen? Heute zu Abend essen, meine Güte. Was meinst du, Fati? Mal überlegen, wie wär's mit dem Leibgericht unseres Mädchens? Naja, Hauptsache, die verabschieden sich nicht. Ist scheißegal. Juckt nicht. Das ist so schön, ne? Oh Gott, das ist einer meiner absoluten Lieblings-Soundtracks. Oh Gott, wie geil. Mir ist echt zum Heulen gerade, ey. Das ist so genial. So, da das jetzt das Ende der Delta-Episode ist, ist es wohl am besten, wenn ich auch einige Worte hierzu verliere. Und ich muss zugeben, Game Freak hat mit der Delta-Episode mal was ganz Neues gemacht. Und ja, okay, unterbrech mich. Es ist einfach mal schön, dass das ein bisschen textlastiger war, finde ich zwar okay. Für das Let's Play ist es zwar jetzt nicht so geeignet, aber von der Story her finde ich das wirklich extrem geil. Und ja. Der Meteorschauer im Sternbild Leufio war echt atemberaubend. Ich muss mich auf jeden Fall bei Norman bedanken. Wie soll ich sagen, ich war noch nie so sehr bewegt. Vielen Dank auch dir, Lucy. Ich bin froh, dass ich das mit dir erleben durfte, Lucy. Verehrte Damen und Herren, haben Sie recht herzlichen Dank, dass Sie uns heute mit Ihrer Anwesenheit beehrt haben. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie nichts vergessen haben, bevor Sie unser Haus verlassen, da wir in wenigen Augenblicken schließen werden. Tja, wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Das ist wahr. Oh Gott, das Spiel ist so geil. Wäre es ein bisschen schwerer, ohne Spaß, wäre es ein bisschen schwerer, nur ein bisschen, dann wäre es einer meiner absoluten Lieblingsspiele geworden. Doch. Das ist es jetzt schon, aber trotzdem. Mach's gut. Lucy. Bis morgen. Willkommen zurück, Lucy. Pokémon Omega Rubin. Delta-Episode. Ende. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Projekt auch einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, wie ihr die Delta-Episode fandet und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann werden wir wahrscheinlich einiges zu erledigen haben. So legendäre Pokémon und so. Und bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Euer Matt. Ciao.